muss auch deine Jacke aus meinem Auto holen. Ach ja, stimmt. Hast du noch 2 Minuten, dann gehe ich noch kurz zur Toilette. Mhm. Hallo. Ach, oh mein Gott, ich habe zu Hause noch den einen Ring von Heidrun. Mhm, was ist das? Was ist das mit dem Ring? Den brauchen hat sie, den? Ja, das ist wichtig. Den hat sie mir damals geschenkt, als ich noch gedacht habe, dass Franz und ich, also meine Schwester Franz und ich, zusammenbleiben werden. Ja. Und wenn ich jetzt Sabine heirate, kann ich den unmöglich behalten. Aber wissen Sie was, Sie können ihr den Ring doch nach der Verhandlung zurückgeben, wenn Sie hoffentlich wieder nach Hause dürfen. Ich glaube, das geht nicht. Sie kommen aus Norwegen, muss wahrscheinlich gleich nach der Verhandlung wieder fahren. Aber könnte Leonard ihn vielleicht holen? Ich? Ich habe noch schnell ein Mädchen hier abgeliefert, weil sie mir gestern am Telefon fast das Ohr abgekaut hat. Eigentlich wollte ich schon längst in der Uni sein, um zu sehen, ob die Ergebnisse schon aushängen. Ach, komm schon, Mann. Kann Sabine den Ring nicht holen, dann muss sie ja dann ein Taxi nehmen. Nee, das geht nicht, sie muss sie gleich rein, um auszusagen. Komm schon, Mann, bitte. Da steht auch der Computer von Sabine, der ist immer an. Du kannst auch nachsehen. Wenn die Ergebnisse ausgegangen haben, werden die sicher auch ins Internet reingestellt. Okay, ich hole ihn. Ja, das ist doch gut. Hier ist der Danke. Schlüssel. Von der Wohnung. Gut, alles klar. Wo finde ich den Ring? Ich bin mir nicht sicher, den müssen wir nicht suchen. Entweder im Nachttisch, im Schlafzimmer oder im Badezimmer. Du weißt ja, wie er ausschaut. Ich werde ihn schon finden. Bis nachher. Okay, bis nachher. Und wir sollten jetzt langsam wieder reingehen. Ja. Kommen Sie? Okay. Ach ja, der Leonard ist noch schnell in unsere Wohnung etwas holen für mich. Und ich habe ihm gesagt, dass er deinen Computer benutzen darf. Also wundere dich nachher nicht, wenn was verstellt ist. Okay. Okay, bis gleich. Oh Gott, so eine Scheiße. Peter Sendler, geboren 2. Februar 1979 in Aachen, wohnhaft in Aachen, verlobt Steinmetz seit dem 20. Februar 2008 in Untersuchungshaft in der JVA Aachen. Am 14. Februar 2007 gegen 18 Uhr öffnete der Angeklagte auf der Intensivstation des Rosenweg-Krankenhauses in Aachen das Rädchen des Morphintropfes seiner Stiefmutter Heidrun Sendler so weit, dass in den darauffolgenden 15 Minuten ca. 125 Milligramm Morphin in den Blutkreislauf der nach einem Autounfall im Koma liegenden Frau gelangten. Heidrun Sendler verstarb kurz darauf an Atemlähmung. Der Angeklagte wollte damit erreichen, dass sein ebenfalls im Sterben liegender Vater noch der Erbe seiner vermögenden Frau wird und sich damit sein Erbe, das Erbe des Angeklagten, beträchtlich erhöht. Der Angeklagte wird somit des Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Verabreichen von Betäubungsmitteln beschuldigt, strafbar gemäß § 211, 52 StGB. Herr Sendler, die Anklage haben Sie nun gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie hierzu was sagen wollen. Ja, ich würde sehr gerne was dazu sagen. Gut, dann tun Sie es bitte jetzt. Also ich kann einfach nicht verstehen, dass irgendjemand von mir denken kann, dass ich wegen Geld jemanden umgebracht habe. Ich könnte niemals jemanden umbringen und erst recht nicht wegen Geld. Klar, natürlich. Ja. Mein Mandant ist einfach nicht materialistisch eingestellt. Er hat seine reiche Stiefmutter nie um Geld gebeten. Für ihn spielt Geld einfach keine Rolle, weder vor ihrem Tod noch nach ihrem Tod. Und das wird seine Verlobte, Frau Sabine Vicard, später auch noch bestätigen. Leo, komm schon, geh ran. Ich kann jetzt nicht rangehen, das ist verboten. Ach, Mann. Sabine, ich fahre gerade. Ich kann jetzt nicht telefonieren. Leo, nein, nicht auflegen. Leo, ich bin's. Du hast noch meine Jacke. Die bring ich dir nachher wieder mit. Ich fahre nur kurz in eure Wohnung. Ja, aber also mein Rechner, den kannst du nicht benutzen. Der geht nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Der ist kaputt. Ich schau mir das einfach mal an. Vielleicht finde ich den Fehler, ja. Ein bisschen kenne ich mich mit Computern ja auch aus. Ich muss jetzt aber wirklich Schluss machen, bevor die Polizei mich noch erwischt. Dumme Nuss, wegen sowas ruft die mich an. Leo? Hallo? Oh, Scheiße. Ich brauch sofort ein Taxi. Hören Sie zu. Meine Mutter und mein Vater hatten einen Autounfall. Sie lagen auf der Intensivstation. Und alles, was die Ärzte mir noch sagen, ist, die haben Schädel, Hirntraumata, subdurale Blutung und was weiß ich was. Und als ich gefragt habe, was das heißen soll, haben sie mir gesagt, dass meine Eltern sterben werden. Also das jetzt mal nur zur Klarstellung. Heidrun Sendler war nicht ihre Mutter, sondern ihre Stiefmutter. Meine Stiefmutter, aber ich habe sie sehr, sehr gern gemocht und ich muss mit zusehen, wie sie und mein Vater um ihr Leben kämpfen. Geld war das Letzte, an was ich da gedacht habe. Gut, jetzt erzählen Sie mal nicht ganz so viel, Herr Sendler, in der falschen Richtung. Sie haben doch irgendwann kapiert, wie das mit der Abfolge funktioniert. Dann war Ihnen klar, dass es natürlich darauf ankommt, ob zuerst die Stiefmutter oder zuerst Ihr Vater sterben würde. Davon würde nämlich abhängen, ob Sie viel erben oder wenig erben. Nein, also, ich kenne mich nicht damit aus. Dann erkläre ich es doch einfach mal für alle. Schauen Sie mal, ich habe hier an der Tafel bereits vor der Verhandlung Bilder aufgehängt, Bilder von allen Beteiligten. Und ich werde jetzt anhand von 2 Diagrammen zum einen den Fall verdeutlichen, dass die Frau Heidrun Sendler
als erstes verstirbt, so wie sie am Ende auch gekommen ist, und alternativ den Fall, wer was geerbt hätte, wenn ihr Vater, der Herr Manfred Sendler, als erster gestorben wäre. Ja? Da zunächst mal muss man sich das Vermögen vor Augen halten. Die Frau Heidrun Sendler, also ihre Stiefmutter, die hatte ein Vermögen von ca. 5 Millionen Euro. Ja. Und ihr Vater hat ein Vermögen von grob 100.000 Euro. Ja? Sie verbessern mich, wenn ich was Falsches sage. Nein. So, und dazu muss man jetzt wissen, bei der Frage, wer erbt was, dass es ein gesetzliches Erbrecht des Ehegatten und des Kindes gibt, aber nicht ein Erbrecht des Stiefkindes. Ja? So, nachdem beide kein Testament hinterlassen haben, hätte also jeweils bei dem Tod die eine Hälfte der Ehegatte und die andere Hälfte das jeweilige Kind geerbt. Ja? Also, in dem Fall, dass ihr Vater als erstes stirbt, hätte also von seinen 100.000 Euro 50.000 Euro seine Ehefrau bekommen, sodass die ein Gesamtvermögen von 5.050.000 Euro hätte und die anderen 50.000 sie als Sohn. Ja? Wenn kurz darauf die Ehefrau stirbt, dann erbt das gesamte Vermögen von 5.050.000 Euro deren Tochter Franziska Wissel. Ja? Wenn aber als erstes, so wie es gekommen ist, die Frau Sendler stirbt, dann bekommt die Tochter nur die Hälfte, macht 2,5 Millionen, und die andere Hälfte geht an den Ehemann. So, sodass er ein Vermögen von 2,6 Millionen hat. Und wenn, so wie es hier passiert ist, er kurz darauf verstirbt, gehen diese 2,6 Millionen an Sie als seinen Sohn. Herr Sendler, auf gut Deutsch ging es bei Ihnen darum, ob Sie 50.000 Euro erben oder ob Sie letztlich 2,6 Millionen Euro erben. Und wenn es 100 Millionen gewesen wären, es war mir egal, ich habe halt um nichts getan. Jetzt gibt es aber eine Zeugin, die gesehen haben will, dass Sie als Letzte im Zimmer Ihrer Stiefmutter gewesen sind. Ich kann aber nicht der Letzte im Zimmer gewesen sein, denn nach mir muss jemand im Zimmer gewesen sein, denn jemand anders hat Ihren Tropfen. Gut, dann frage ich andersrum. Wann haben Sie denn das Zimmer Ihrer Stiefmutter verlassen? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich den ganzen Tag zwischen Ihrem Zimmer und dem meines Vaters hin und her gegangen bin. Ich schätze, es war so grob am frühen Abend. Man verliert so schnell das Zeitgefühl auf der Intensivstation. Aber vielleicht weiß Franziska noch, wann genau das war, weil wir sind dann noch einen Kaffee trinken gegangen. Okay, und in der Zeit, in der Sie Kaffee trinken waren, soll dann irgendein anderer gekommen sein. Ja, wissen Sie, es ist erstens gar nicht so einfach, auf so eine Intensivstation zu kommen. Und zweitens haben die diensthabenden Schwestern gesagt, sie haben niemanden kommen oder gehen sehen an dem Abend. Also Herr Staatsanwalt, es ist doch nicht das erste Mal, dass jemand irgendetwas unbemerkt tut. So viel Erfahrung haben Sie doch auch mittlerweile. Also, Herr Richter, ich habe Heidrun wirklich sehr, sehr gern gemocht. Sie war eine total nette Frau und genau das, was mein Vater gebraucht hat, um wieder so ein bisschen Ordnung in sein Leben zu kriegen. Ja, es war ja mehr so der totale Chaot, so wie ich halt. Und Heidrun hat ihn wieder aufgebaut, was auch sehr wichtig war, weil selbst nach 9 Jahren Witwersein hat er immer noch um meine Mutter getraut. Ja gut, ich glaube Ihnen, dass Sie Ihre Stiefmutter mochte, aber Ihnen war klar, dass sie aus dem Koma wahrscheinlich nie wieder aufwachen würde. Ihnen war klar, dass sie wahrscheinlich spätestens die Woche darauf sterben würde. Ihnen war aber auch klar, dass die Ärzte prognostiziert hatten, dass Ihr Vater vermutlich noch in derselben Nacht sterben würde. Das heißt, Ihnen war klar, dass zwischen den 50.000 Euro, die Sie bekommen würden, und dem Erlangen von 2,6 Millionen Euro ein kleines Problem lag. Nämlich die Frage, wer stirbt zuerst? Und es sah danach aus, dass Ihr Vater zuerst sterben würde. Nur wenn Sie das verhindern konnten und erst die Stiefmutter stirbt, nur dann wäre es Ihnen sicher gewesen, dass Sie 2,6 Millionen Euro erben. Und darum ging es Ihnen. Ich kenne mich nicht damit aus. Herr Staatsanwalt, ich habe das Gefühl, im Moment beißen Sie da auf Granit oder wollen Sie es weiter versuchen? Nee, mit Fragen? Ihrerseits auch keine Fragen mehr. Dann nehmen Sie doch bitte bei Ihrer Verteidigerin Platz. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Staatsanwalt. An mich? Ja, an Sie. Was sagen Sie denn über die Stationskrankenschwester Barbara O'Reilly? Wenn Sie verwollen, ich bin nicht dafür da, jetzt hier Ihre Fragen zu beantworten.
Die Frage hätten Sie sich aber mal stellen sollen, was mit der Krankenschwester los ist. Denn die Frau hat eine gut bezahlte Stelle in Irland aufgegeben. Und es kommt mir schon sehr komisch vor, dass sie dann hierher kommt, um in Deutschland zu arbeiten. Was finden Sie daran merkwürdig? Ich finde es merkwürdig, die Frau hat Familie in Irland. Die hat alles liegen und stehen lassen und ist nach Deutschland gekommen. Mhm. Das finde ich schon auffällig. Mhm. Ja, und der Grund könnte sein, meiner Meinung nach, dass sie in Irland einen Ruf als Todesengel hat. Mein Ermittler hat festgestellt, er hat über eine ehemalige Kollegin von Barbara O'Reilly einen Dienstplan erhalten. Und hier habe ich eine Sterbestatistik aus dem Krankenhaus in Irland, in dem Barbara O'Reilly gearbeitet hat. Und wenn man diese beiden, beides ist auf Deutsch übersetzt, wenn man diese beiden Dokumente vergleicht, dann kann man feststellen, dass immer, wenn Barbara O'Reilly Dienst hatte, sind mehr Koma-Patienten gestorben als an anderen Tagen. Und das finde ich sehr, sehr auffällig. Das wollen Sie erklären, dass der Todesengel von Irland nach Deutschland geflogen ist und jetzt letztlich den Tod von Frau Sendler verursacht. Aber ich möchte sagen, dass es sehr, sehr gut möglich ist, dass Sie Frau Heidrun Sendler von ihrem Leid erlösen wollte. Sehr, sehr gut möglich. Ja. Schließt auch eine Unmöglichkeit mit ein. Ne? Da können wir später gerne darauf zurückkommen. Wir haben Sie ja als Zeugin geladen, ja, die Frau O'Reilly. Momentan können wir die Beweisaufnahme eintreten, oder? Gerne. Die Zeugin Franziska Wissel, bitte schön. Frau Wissel, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorn. Nehmen Sie bitte Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Franziska Wissel, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Bergen in Norwegen. Sie sind ledig, Sie sind Meeresbiologin und Sie sind die Stiefschwester des Angeklagten. Als Stiefschwester haben Sie allerdings kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und es geht ja heute um den Tod Ihrer Mutter. Ja? Für den Tod soll Ihr Stiefbruder verantwortlich sein. Sie waren ja an dem Todestag Ihrer Mutter, das war der 14. Februar, auch in dem Rosenweg-Krankenhaus. Als Peter mich angerufen hat und mir von dem Unfall erzählt hat, bin ich sofort in den Flieger und nach Deutschland gekommen und dann auch direkt ins Krankenhaus. Das war in der Nacht davor. Ja. Haben Sie dann im Krankenhaus Ihren Stiefbruder getroffen? Ja, der war auch die ganze Zeit da. Wie war da seine Stimmung? Er war ganz ruhig, ganz im Gegenteil zu mir. Deshalb war ich auch später so überrascht. Also vielleicht ist überrascht das falsche Wort, aber... Worüber waren Sie denn überrascht? Ich musste mich nachmittags mal eine Stunde hinlegen, weil ich 38 Stunden nicht geschlafen hatte und total erledigt war. Und als ich wieder auf die Station zurückkam, da war Peter ganz anders. Irgendwie so nervös. Und er wollte mich auch nicht in das Zimmer meiner Mutter lassen. Das stimmt gar nicht. Ich hätte dich in das Zimmer gelassen. Peter, du hast dich in den Türrahmen gestellt und gesagt, dass ich da jetzt nicht rein darf. Ja, er wollte unbedingt mit mir in die Cafeteria gehen. Was ist doch falsch daran? Hat er Ihnen gesagt, wieso er mit Ihnen in die Cafeteria gehen wollte? Er hat gesagt, dass meine Mutter stabil ist und... Das war sie auch. Und dass wir uns ein paar Minuten Pause gönnen. Können Sie sagen, wie spät es da war? Circa 6 Uhr abends. Ich wollte nicht, dass du wieder ins Zimmer gehst und siehst, wie aussichtslos die Situation ist. Du hast gesagt, sie sei stabil. Für eine praktisch Tote war sie das ja auch. Meine Mutter, die hatte so einen starken Willen, die hätte nicht einfach aufgegeben. Ach, Franzi. Meine Mama war auch Ärztin. Und du weißt doch selber, wie oft sie uns von irgendwelchen Fehldiagnosen erzählt hat. Oder medizinischen Wundern. Und außerdem, wenn die Ärzte nicht mehr an sie geglaubt hätten, dann hätten sie auch kein Morphium mehr gegeben. Sie wollten ihr doch die Schmerzen ersparen. Ja, das heißt aber doch, dass sie noch was gefühlt hat. Außerdem wäre das nicht das erste Mal, dass jemand wieder aufwacht, von dem man es nicht mehr geglaubt hat. Ach, ich bitte dich. Du bist Wissenschaftlerin und deine Mutter war Ärztin. Du klammerst dich jetzt nur noch an irgendwelchen Strohhalmen. Meine Mutter wäre nicht gestorben, wenn du... Was? Ich? Ach, Franzi, ich bitte dich. Du solltest mich eigentlich besser kennen. Ich weiß nicht, ob ich dich noch kenne. Vor 2 Jahren hätte ich dir das nicht zugetraut, aber du hast dich verändert. Ich habe mich nicht verändert, nein. Doch. Du hättest früher auch nie heiraten wollen und jetzt bist du sogar verlobt mit Sabine. Luxusreisen, Hochzeitskleid von Designern, wie geldgeil kann man denn sein? Sie fingen noch nicht mal an Geld und schon haut sie es zum Fenster raus. Ich glaub's nicht. Naja, aber eigentlich bin ich hier, um den Ring zu holen.
Wenn wir zusammengeblieben wären, hätten wir uns mit sich, hätten wir bestimmt auch irgendwann geheiratet. Sie beide waren mal ein Paar. Mhm. Aber das ist schon 2 Jahre her. Dann vielleicht sollten Sie mir das sowieso mal ein bisschen genauer erklären. Also, Ihre Mutter und sein Vater waren verheiratet und Sie beide waren auch ein Paar. Ja, wir sind vor 6 Jahren zusammengekommen und da haben sich meine Eltern und sein Vater kennengelernt. Meine Mutter, also über Sie quasi? Über uns beide, genau. Und meine Mutter war damals schon tot. Mhm. Und als meine Eltern sich getrennt haben, da haben meine Mutter und sein Vater öfter mal was miteinander unternommen, weil sie gemeinsame Interessen hatten. Und warum ging dann Ihre beide Beziehung in die Brüche? Weil ich dieses Jobangebot in Norwegen bekommen habe und da unbedingt hin wollte, weil das war, was ich schon immer machen wollte. Und ja, wir haben dann beschlossen, uns erstmal zu trennen und eventuell es wieder zu versuchen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Also es sei denn, der eine findet jemand anderes. Mhm. Ja, das hast du ja jetzt auch. Und in dieser Zeit, als Sie schon auseinander waren, haben dann Ihre Mutter und sein Vater geheiratet. Ja, das hat uns beide sehr gefreut. Wir haben uns alle sehr gut verstanden und waren wie eine richtige Familie immer, wenn ich aus Norwegen wieder da war. Noch Fragen? Keine, danke schön. Dann bleiben Sie unweilig, danke schön. Barbara O'Reilly, bitte schön, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Frau O'Reilly, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Wir waren ja bereits in Kontakt und da haben Sie angegeben, dass Sie gut genug Deutsch sprechen, dass Sie hier keinen Dolmetscher brauchen. Ist das richtig? Ja, ich spreche Deutsch. Ja. Da muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugen hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja? Sie heißen Barbara O'Reilly, Sie sind irische Staatsangehörige, 35 Jahre alt, Sie wohnen jetzt in Aachen, Sie sind ledig und Sie sind Krankenschwester im Rosenweg-Krankenhaus. Da arbeitet nicht mehr seit 2 Wochen aus gesundheitlichen Gründen auch, weil Frau Sendle nicht mehr da ist. Mhm. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Ich muss Sie dann außerdem noch belehren, 55 StPO, dass Sie auf alle Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Als Sie noch in der Klinik gearbeitet haben, auf welcher Station haben Sie da gearbeitet? Auf der Intensivstation und da habe ich auch Frau Sendle gepflegt. Das heißt, Sie kannten die Frau Sendler dann natürlich nicht nur als Patientin, sondern auch in deren Eigenschaft als ärztliche Direktorin des Krankenhauses. Ja, sie hat mich eingestellt. Sind Sie auch mit dem Angeklagten, also Herrn Peter Sendler, bekannt? Nur von Sehen. Aber nach dem Unfall, wo sein Vater und seine Stiefmutter dann im Krankenhaus waren, dann war er die ganze Zeit da. Mhm. War er auch da, als der Alarm bei Frau Sendler ausgelöst wurde? Da war er gerade nicht in diesem Moment. Aber sonst war ist er die ganze Zeit zwischen den Zimmern von seinem Vater und Stiefmutter hin und her gegangen. Mhm. Gegen 18 Uhr, wissen Sie da, wo sich der Angeklagte aufgehalten hatte? Also er war gerade in Frau Sennes Zimmer, aber dann ist er wieder hinausgegangen. Und mit der Uhrzeit sind Sie sich da ganz sicher? Ja, ganz sicher, weil ich habe das, es steht auch in Patientenkurve, weil ich war gerade da drin, um diese Morphintropf zu kontrollieren. Und eigentlich habe ich es nur wegen ihm kontrolliert. Hm. Wieso wegen ihm? Was war da vorgefallen? Also ich habe durch die Glasscheibe gesehen, dass er da mit Morphintropf so ein bisschen herumgespielt hat. Und deswegen bin ich schnell wieder reingegangen und gesagt, er darf das nicht machen. Und mit dem Tropf war zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung? Ja, also es war wie vom Arzt eingestellt, also 1,95 Milligramm pro Stunde. Und das habe ich dann vermerkt und dann bin ich wieder an meine Stelle an der Theke gegangen. Eh ungewöhnlich, dass wir das mit so einem normalen Topf machen und nicht mit so einem Infusomat heutzutage. Gut, aber ich habe hier auch einen Eintrag in der Patientenakte von Ihnen um 17.53 Uhr. Ja? Also, und war dann so, sagen wir mal, plus minus 10 Minuten von 17.53 Uhr gerechnet noch irgendjemand anderer in dem Zimmer von Heidrun Sendler? Nein, ich habe niemanden gesehen. Niemand. Konnten Sie da von Ihrem Platz aus auch weiterhin in das Zimmer sehen? Ja, schon. Und da habe ich die ganze Zeit, also, weil das Schwesterzimmer gleich gegenüber ist. Und deswegen, ich habe ihn die ganze Zeit da drin gesehen. Mhm. Wie lange war er denn noch in dem Zimmer, nachdem Sie raus sind? 3 bis 5 Minuten. 3 bis 5 Minuten. Und können Sie sagen, ob er in der Zeit noch mal an dem Morphintopf dran war? Ich kann das nicht sicher sagen, weil da war ein Moment, wo er da, also vor dem Morphintropf gestanden ist und seinen Rücken hat es dann verdeckt. Also ich kann es nicht sagen. Gut, aber das muss der Moment gewesen sein, in dem Herr Sendler dann diesen Morphintropf endgültig aufgedreht hatte, nachdem Sie ihn ja zuvor weggejagt hatten. Ich habe den Topf nicht aufgedreht.
Aber Ihre Fingerabdrücke hat man gefunden an dem Topf, hm? Herr Sendler. Also irgendwann müssen Sie ihn angefasst haben. Ja, schon. Das war vorher. Ich brauche halt immer die ganze Zeit was in der Hand zum Spielen. So wie das hier. Können Sie sagen, wann der Angeklagte dann das Zimmer von Frau Sendler verlassen hat? Als seine Stiefschwester Frau Wissel gekommen ist, dann sind die beide in die Cafeteria gegangen. Mhm. Können Sie sagen, wie spät das war? Gegen 18 Uhr. Ja. Und haben Sie dann danach diesen Topf noch mal kontrolliert? Nein, leider nicht, weil ich habe es gerade kontrolliert. Mhm. Und ich habe auch gedacht, dass Herr Sendler sich daran hält, was ich gesagt habe, dass er nicht, das nicht anfassen dürfte. Und ich hatte etwas anderes zu tun. Aber dann ging der Alarm los. Das war der Alarm vom Zimmer von Heide und Sendler, also seiner Stiefmutter. Und das war um 18.17 Uhr. Ja, und zwei Ärzte sind dann gleich gekommen, haben versucht, Frau Sendler wieder zu beleben. Und ich stand direkt daneben und dann habe ich gesehen, diesen Morphintropf, dass es voll aufgedreht war. Ich habe überhaupt noch nicht mal gewusst, wie viel Morphin man braucht, um Menschen umzubringen. Sie mussten ja auch nicht wissen. Sie mussten nur wissen, wie man ihre Finger letztlich in Gang bringt. Denn da ist man ganz einfach dabei, an so einem Rädchen rumzudrehen. Und das zeige ich jetzt mal. Das ist doch oben hier, ne? Frau ja, Urelle, vielleicht helfen Sie mir da mal ganz kurz. Okay. Was muss man da machen? Also diese Rädchen einfach nach oben drehen und dann fließt automatisch mehr Flüssigkeit durch. Das ist schon alles? Ja. Sie sehen, ich kenne Sie nicht gut, aber das traue ich Ihnen durchaus zu, dass Sie das beherrschen würden. Also jetzt, so schwer ist es nicht. Herr Staatsanwalt, halten Sie doch mal zusammen. Der Mann hat gerade seine Eltern verloren und sitzt hier unschuldig auf der Anklagebank. Ist denn, nachdem der Angeklagte das Zimmer verlassen hat, noch jemand anderer hineingegangen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Mhm. Sind Sie sich da ganz sicher? Sie haben doch vorhin gesagt, dass Sie abgelenkt waren. Ja, ich habe meine Akten gemacht, aber ich hätte das im Augenwinkel gesehen. Und was hätten Sie da im Augenwinkel gesehen? Ja, wenn jemand kommen würde, also es hätte sich was bewegt. Ja, aber das klingt doch jetzt arg unsicher, Frau O'Reilly. Nein, man merkt es schon, wenn jemand rein oder rauskommt und ich höre auch die Türe. Die Türe sind da laut. Mhm, und jetzt sagen Sie mir bitte, warum haben Sie Heidrun Sendler getötet? Ich könnte niemanden töten. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sie haben doch in Ihrer Kindheit Erfahrungen gemacht, die Sie durchaus dazu gebracht haben könnten, einen Menschen zu töten, der im Koma liegt. Sie wissen doch genau, wovon ich spreche, Frau O'Reilly. Vielleicht habe ich das übersehen, dass jemand reingegangen ist. Jetzt ich weiß einmal. Nicht. Also hier geht's Frau O'Reilly, vielleicht sagen Sie uns jetzt auch bitte einfach mal, worauf Sie hinaus wollen. Spielt doch die Sterbestatistik wieder an. Das war alles nur Gerüchten. Mhm. Und jetzt kriege ich diesen Ruf nicht mehr los. Frau O'Reilly, jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Vielleicht erzählen Sie es uns ja am besten selbst, worum es dabei geht bei diesem Gerücht. Ja, also das sind immer mehr gestorben, als ich einen Dienst gehabt habe. Und die haben alle gedacht, dass ich was da tun hätte. Aber ich habe nichts gemacht, überhaupt nichts. Ja, aber ich habe doch hier den Beweis. Hier haben wir einmal den Dienstplan. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Darf ich Ihnen den geben? Hier ist die Sterbestatistik. Wenn man diese beiden Dokumente miteinander vergleicht, dann sieht man das ganz eindeutig. Ja, vielleicht wollen Sie was dazu sagen. Ja, weil das ist dann Zufall. Es ist wirklich Zufall. Und die sagen das nur wegen meiner Mutter. Was ist denn mit Ihrer Mutter? Ja, es ist, vor 20 Jahren hat sie sich aufgehängt. Mein Vater hat sie dann gefunden und dann Arzt gerufen. Und hat Ihre Mutter das überlebt? Ja, sie ist in Koma gefallen. Ja, und dann war sie 15 Jahre lang in diesem Koma. 15 Jahre, bis sie dann endlich, das muss man in dem Fall sagen, verstorben ist. Frau O'Reilly, es muss sehr, sehr schlimm gewesen sein für Sie, 15 Jahre lang zuzusehen, wie Ihre Mutter von fremden Menschen gewaschen, gewickelt, im Koma liegend gepflegt wird und nichts tun zu können. Mein Vater wollte durchsetzen, dass sie sterben darf, aber das geht nicht in Irland. Und Sie wussten ja, dass es der sehnlichste Wunsch Ihrer Mutter war, zu sterben und nicht in solchen lebenserhaltenden Maßnahmen vor sich hin zu leiden. Und Sie haben jetzt die Chance gehabt, jemanden in einer ähnlichen Situation von seinem Leid zu erlösen. Geben Sie es doch zu, Frau O'Reilly. Ich habe es tragisch genug, der ganze Fall. Nichts. Ich glaube, ich bin mit dem Ring echt zu Ihrem Schmuck. Wollen wir doch mal nachsehen, wie ich so abgeschnitten habe. Leo, komm schon, lass mich rein. Leo, ich bin's. Ich hab meinen Schlüssel in meiner Jacke und ja, die ist in einem Auto. Leo, mach auf. Leo, ich weiß, dass du noch da bist. Dein Auto steht vor der Tür. Komm schon. Leo, wirklich, ich muss mal.
Hi. Hi. Setz dich doch. Das ist ja eure Wohnung. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, dass mit deinem Rechner alles okay ist. Die schlechte ist, dass du die 2,6 Millionen wohl nicht für dich alleine haben wirst. Der Zeuge Niklas Mohn, bitteschön.